Ich halte regelmäßig E-Mails von Mitchristen, die sich aus der Organisation der Zeugen Jehovas herausarbeiten und ihren Weg zurück zu Christus und durch ihn zu unserem himmlischen Vater, Jahwe, finden. Ich gebe mein Bestes, um jede E-Mail zu beantworten, die ich bekomme, denn wir haben eines gemeinsam, Brüder und Schwestern. Die Familie Gottes wartet sehnsüchtig auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus, 1. Korinther 1, Vers 7. Der Weg, den wir gehen, ist nicht einfach. Zunächst verlangt es von uns, dass wir einen Weg einschlagen, der zur Ächtung führt, zur fast vollständigen Isolierung von geliebten Familienmitgliedern und ehemaligen Freunden, die immer noch von der Indoktrination der Organisation der Zeugen Jehovas durchdrungen sind. Kein vernünftiger Mensch möchte wie ein Ausgestoßener behandelt werden. Wir wollen nicht als einsame Ausgestoßene leben, aber wir haben uns für Jesus Christus entschieden. Und wenn das bedeutet, gemieden zu werden, dann ist das ebenso. Das Versprechen, das unser Herr uns gegeben hat, gibt uns Halt. Wahrlich, ich sage euch, antwortet Jesus, wer sein Haus oder seine Brüder oder seine Schwestern oder seine Mutter oder seinen Vater oder seine Kinder oder seinen Acker um meinetwillen und um des Evangeliums willen verlässt, der wird in dieser Zeit das Hundertfache empfangen. Sein Haus, seine Brüder, seine Schwestern, seine Mutter, seine Kinder und seinen Acker, zusammen mit Verfolgungen. Und in der kommenden Zeit das ewige Leben. Markus 10, 29, 30 NRW. Jedoch erfüllt sich diese Verheißung nicht in einem Augenblick, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Wir müssen geduldig sein und einige Entbehrungen ertragen. Dann müssen wir mit einem allgegenwärtigen Widersacher kämpfen, Selbstzweifel. Ich möchte einen Auszug aus einer E-Mail mit euch teilen, in der Zweifel und Bedenken geäußert werden, die viele von uns wohl auch schon erlebt haben. Sie stammt von einem befreundeten Christen, der weit gereist ist, einen großen Teil der Welt gesehen hat und aus erster Hand die Armut und das Elend von Millionen Menschen beobachtet hat. Wie du und ich sehnt er sich danach, dass das alles ein Ende hat, dass das Königreich Gottes kommt und die Menschheit wieder in die Familie Gottes zurückkehrt. Er schreibt: Ich bete nun schon seit 50 Jahren. Ich habe meine ganze Familie und meine Freunde verloren und alles für Jesus aufgegeben. Ich musste dazu keinen Brief schreiben, dass ich die Gemeinschaft verlasse, sondern ich tat es, weil mein Gewissen nicht zu der Religion der Zeugen Jehovas stehen konnte, in der ich war. Alle sagten mir, ich solle nicht für Jesus aufstehen und einfach still sein, einfach leise und verschwinden. Ich habe gebetet und gebetet. Ich habe nicht den Heiligen Geist gespürt. Ich frage mich oft, ob mit mir etwas nicht stimmt. Bekommen andere Menschen ein körperliches oder spürbares Gefühl? Ich habe es nicht. Ich versuche, für alle ein guter Mensch zu sein. Ich versuche, einfach jemand zu sein, mit dem es Spaß macht, zusammen zu sein. Ich versuche, die Frucht des Geistes zu zeigen. Aber ich muss ehrlich sein, ich habe keine spürbare äußere Kraft auf mir gespürt. Und du? Ich weiß, dass das eine persönliche Frage ist. Wenn du sie nicht beantworten willst, verstehe ich das vollkommen und entschuldige mich, wenn ich unhöflich rüberkomme. Aber die Frage hat mich sehr belastet. Ich mache mir Sorgen, dass ich wohl etwas falsch mache, wenn ich den Heiligen Geist nicht spüre und andere schon. Und ich möchte das klären. Ich habe das Fettgedruckte zur Hervorhebung hinzugefügt. Vielleicht ist die Frage dieses Bruders das verständliche Erlebnis des Irrglaubens, dass man, um gesalbt zu werden, ein einzigartiges, persönliches Zeichen von Gott erhalten muss, das nur für einen selbst bestimmt ist. Die Zeugen wählen einen einzigen Vers aus dem Römerbrief aus, um diesen Glauben zu untermauern. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Römer 8, 16, Neue Weltübersetzung. Im Wachturm vom Januar 2016 heißt es auf Seite 19, dass gesalbte Zeugen Jehovas ein besonderes Unterpfand oder eine besondere Einladung durch den Heiligen Geist erhalten haben. Die Bibel spricht nicht von einem besonderen Unterpfand oder einer besonderen Einladung, als ob es viele Arten von Unterpfand und Einladungen gäbe, von denen einige jedoch besonders sind. Die Wachturmpublikationen haben diese Vorstellung von einem besonderen Zeichen kreiert, weil die leitende Körperschaft möchte, dass ihre Schäfchen die Idee akzeptieren, dass es zwei verschiedene Hoffnungen auf Rettung für Christen gibt, während die Bibel nur von einer spricht. Da ist ein Leib und ein Geist, so wie ihr in der einen Hoffnung berufen worden seid, zu der ihr berufen wurdet. Ein Herr, ein Glaube, ein Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Epheser 4, 4-6, Neue Weltübersetzung. Ups! Ein Herr, ein Glaube, ein Taufe, ein Gott und Vater aller und eine Hoffnung, in der wir berufen sind? Das ist so klar, nicht wahr?
Aber uns wurde beigebracht, diese offensichtliche Wahrheit zu übersehen und stattdessen die Interpretation der Menschen zu akzeptieren, dass der Satz aus Römer 8, Vers 16, der Geist selbst legt Zeugnis ab, sich auf ein besonderes Bewusstsein bezieht, das den besonders ausgewählten Zeugen Jehovas eingepflanzt wird und ihnen sagt, dass sie keine irdische Hoffnung mehr haben, sondern in den Himmel kommen werden. Wenn wir jedoch über diesen Vers nachdenken, finden wir im Kontext nichts, was eine solche Interpretation unterstützt. Wenn man die umliegenden Verse in Römer Kapitel 8 liest, hat man keinen Zweifel daran, dass es für einen Christen nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder du lebst nach dem Fleisch oder du lebst nach dem Geist. Paulus erklärt dies. Denn wenn ihr in Übereinstimmung mit dem Fleisch lebt, werdet ihr bestimmt sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes zu Tode bringt, werdet ihr leben. Römer 8, 13. Neue Weltübersetzung. Da hast du es. Wenn du nach dem Fleisch lebst, wirst du sterben. Wenn du nach dem Geist lebst, wirst du leben. Du kannst nicht durch den Geist leben und den Geist nicht haben, oder? Das ist der Punkt. Christen werden von Gottes Geist geleitet. Wenn du dich nicht vom Geist leiten lässt, dann bist du kein Christ. Der Name Christ kommt vom griechischen Christos, was Gesalbter bedeutet. Und was ist die Konsequenz für dich, wenn du dich tatsächlich vom Heiligen Geist und nicht vom sündigen Fleisch leiten lässt? Denn so viele sich vom Geist Gottes leiten lassen, das sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht wieder den Geist der Knechtschaft zur Furcht empfangen, sondern den Geist der Kindschaft, durch den wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn Kinder, dann Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir auch mit ihm leiden, damit wir mit ihm verherrlicht werden. Römer 8, 14, 15, World English Bible. Wir empfangen von Gott nicht einen Geist der Knechtschaft, der Sklaverei, damit wir in Furcht leben, sondern einen Geist der Adoption, den Heiligen Geist, durch den wir als Gottes Kinder adoptiert werden. Wir haben also allen Grund, uns zu freuen und zu rufen, Abba, Vater. Es gibt keine besonderen Zeichen oder besondere Einladungen, als ob es zwei gäbe. Ein gewöhnliches Zeichen und ein besonderes. Eine gewöhnliche Einladung und eine besondere. Hier ist das, was Gott tatsächlich sagt, nicht das, was in den Veröffentlichungen der Organisation steht. Solange wir also in diesem Zelt, unserem fleischlichen, sündigen Körper, sind, seufzen wir unter unseren Lasten, weil wir nicht entkleidet, sondern bekleidet werden wollen, damit unsere Sterblichkeit vom Leben verschlungen wird. Und Gott hat uns genau zu diesem Zweck vorbereitet und uns den Geist als Unterpfand für das Kommende gegeben. 2. Korinther 5, 4, 5, BSB. Und in ihm seid ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört und geglaubt habt, versiegelt worden mit dem verheißenen Heiligen Geist, der das Pfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung derer, die Gottes Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Epheser 1, 13, 14, BSB. Nun ist es Gott, der uns und euch in Christus gründet. Er hat uns gesalbt, sein Siegel auf uns gelegt und seinen Geist in unsere Herzen gelegt als Unterpfand dessen, was kommen wird. 2. Korinther 1, 21, 22, BSB. Es ist wichtig, dass wir verstehen, warum wir den Geist empfangen und wie dieser Geist uns als wahre Christinnen und Christen zur Rechtschaffenheit führt. Der Geist ist nicht etwas, das wir besitzen oder befehlen, aber wenn wir uns von ihm leiten lassen, verbindet er uns mit unserem himmlischen Vater, Jesus Christus, und den anderen Kindern Gottes. Der Geist bringt uns zum Leben, wie diese Bibelstellen zeigen. Er ist die Garantie für unser Erbe des ewigen Lebens. In Römer Kapitel 8 heißt es, wenn du mit dem Geist gesalbt bist, bekommst du das Leben. Wenn Jehovas Zeugen also behaupten, nicht mit dem Heiligen Geist gesalbt zu sein, leugnen sie im Grunde genommen, dass sie Christen sind. Wenn du nicht mit dem Geist gesalbt bist, bist du in Gottes Augen tot, das heißt ungerecht. Wusstest du, dass das Wort ungerecht und böse im Griechischen austauschbar verwendet werden? Diejenigen, die nach dem Fleisch leben, richten ihren Sinn auf die Dinge des Fleisches. Die aber nach dem Geist leben, richten ihren Sinn auf die Dinge des Geistes. Die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber ist das Leben. Römer 8, 5, 6, BSB. Das ist eine ernste Angelegenheit. Du kannst die Polarität sehen. Die einzige Möglichkeit, Leben zu bekommen, ist, den Heiligen Geist zu empfangen. Sonst stirbt man im Fleisch.
Das bringt uns zurück zu der Frage, die mir per E-Mail gestellt wurde. Woher wissen wir, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben? Kürzlich erzählte mir ein Freund, ein ehemaliger Zeuge Jehovas, dass er den Heiligen Geist empfangen und seine Gegenwart gespürt habe. Für ihn war es eine lebensverändernde Erfahrung. Es war einzigartig und unbestreitbar. Und er sagte mir, dass ich nicht behaupten könne, vom Heiligen Geist berührt worden zu sein, bevor ich nicht etwas Ähnliches erlebt hätte. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich Menschen darüber sprechen höre. Wenn dich jemand fragt, ob du wiedergeboren wurdest, bezieht er sich oft auf eine solch transzendente Erfahrung, die für ihn die Wiedergeburt bedeutet. Hier ist das Problem, das ich mit solchen Aussagen habe. Es lässt sich nicht mit der Heiligen Schrift belegen. In der Bibel steht nichts darüber, dass Christen eine einzigartige spirituelle Erfahrung erwarten sollen, um zu wissen, dass sie von Gott geboren sind. Was wir stattdessen haben, ist diese Warnung. Der Heilige Geist sagt aber ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige vom Glauben abfallen werden, um trügerischen Geistern und den Lehren der Dämonen zu folgen, die von der Heuchelei der Lügner beeinflusst werden. 1. Timotheus 4, 1 und 2, BLB. An anderer Stelle wird uns gesagt, dass wir solche Erfahrungen auf die Probe stellen sollen. Genauer gesagt, dass wir die Geister prüfen sollen, ob sie von Gott kommen. Was bedeutet, dass es Geister gibt, die uns beeinflussen sollen und nicht von Gott sind. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten die Welt hinausgegangen. 1. Johannes 4, Vers 1, NIV. Wie können wir einen Geist prüfen, der behauptet, von Gott zu sein? Jesus selbst gibt uns die Antwort auf diese Frage. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommt, wird er euch in alle Wahrheit führen. Und er wird nicht für sich selbst sprechen, sondern euch sagen, was er hört. Und dann wird er die Dinge ankündigen, die kommen werden. Er wird mich auch verherrlichen, denn er wird Dinge von mir empfangen und sie euch dann verkünden. Denn alles, was der Vater hat, gehört jetzt mir. Und deshalb sage ich, dass es Dinge von mir empfangen und sie euch dann verkündigen wird. Johannes 16, 13-15, 2001translation.org. Es gibt zwei Elemente in diesen Worten, auf die wir uns konzentrieren sollten. Erstens, der Geist wird uns zur Wahrheit führen. Und zweitens, der Geist wird Jesus verherrlichen. Vor diesem Hintergrund begann mein ehemaliger Zeugenfreund, sich einer Gruppe anzuschließen, die an die falsche Lehre der Dreieinigkeit glaubt und diese verbreitet. Menschen können alles sagen, alles lehren, alles glauben, aber es ist das, was sie tun, das die Wahrheit über das offenbart, was sie sagen. Der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist unseres liebenden Vaters, würde einen Menschen nicht dazu verleiten, eine Lüge zu glauben. Was das zweite Element angeht, das wir gerade besprochen haben, so verherrlicht der Heilige Geist Jesus, indem er uns das vermittelt, was er uns vermitteln soll. Das ist mehr als nur Wissen. In der Tat vermittelt der Heilige Geist greifbare Früchte, die andere an uns sehen können. Früchte, die uns auszeichnen, die uns zu Lichtträgern machen, die uns zu einem Spiegelbild der Herrlichkeit Jesu machen, da wir nach seinem Bild geformt sind. Denn die er vorhergesehen hat, hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sei. Römer 8, 29, Christian Standard Bible. Zu diesem Zweck bringt der Heilige Geist im Christen eine Frucht hervor. Das sind die Früchte, die einen Menschen für einen außenstehenden Beobachter als jemand kennzeichnen, der den Heiligen Geist empfangen hat. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Galater 5, 22, 23, Berean Standard Bible. Die erste und wichtigste von ihnen ist die Liebe. Auch die anderen acht Früchte sind allesamt Aspekte der Liebe. Aber über die Liebe sagt der Apostel Paulus den Korinthern, die Liebe ist geduldig, die Liebe ist freundlich, sie ist nicht neidig, sie rühmt sich nicht, sie ist nicht stolz. 1. Korinther 13, 4, NIV. Warum bekamen die Korinther diese Botschaft? Wahrscheinlich, weil es dort einige gab, die sich mit ihren Gaben brüsteten. Das waren diejenigen, die Paulus die Superapostel nannte. 2. Korinther 11, Vers 5, NIV. Um die Versammlung vor solchen Selbstdarstellern zu schützen, musste Paulus von seiner eigenen Qualifikation sprechen, denn wer von allen Aposteln hatte mehr gelitten? Wem waren mehr Visionen und Offenbarungen zuteil geworden? Doch Paulus sprach nie über sie.
Die Informationen mussten durch Umstände wie die, die jetzt die Gesundheit der Versammlung in Korinth bedrohten, aus ihm herausgezerrt werden. Und selbst dann protestierte er dagegen, sich auf diese Weise rühmen zu müssen, indem er sagte: Noch einmal sage ich, haltet mich nicht für einen Narren, wenn ich so rede. Aber selbst wenn ihr das tut, hört mir zu, wie ihr einem törichten Menschen zuhören würdet, während ich mich auch ein wenig rühme. Solches Rühmen kommt nicht vom Herrn, sondern ich verhalte mich wie ein Narr. Und da andere mit ihren menschlichen Errungenschaften prahlen, werde ich das auch tun. Schließlich hältst du dich für so weise, aber du nimmst es gerne mit Narren auf. Du nimmst es hin, wenn dich jemand versklavt, dir alles wegnimmt, dich ausnutzt, die Kontrolle über alles übernimmt und dir eine Ohrfeige verpasst. Ich schäme mich zu sagen, dass wir zu schwach waren, um das zu tun. Aber womit auch immer sie es wagen, sich zu rühmen, ich spreche schon wieder wie ein Narr, ich wage es auch, mich damit zu rühmen. Sind sie Hebräer? Das bin ich auch. Sind sie Israeliten? Bin ich auch. Sind sie Nachkommen Abrahams? Bin ich auch. Sind sie Diener Christi? Ich weiß, ich klinge wie ein Verrückter, aber ich habe ihm vielmal mehr gedient. Ich habe härter gearbeitet, bin öfter ins Gefängnis gekommen, wurde unzählige Male ausgepeitscht und habe immer wieder dem Tod ins Auge gesehen. 2. Korinther 11, 16 bis 23 NIV. Er schreibt weiter so, aber wir verstehen die Idee. Anstatt also nach einer besonderen Sensation, einem subjektiven Gefühl oder einer farbenfrohen Offenbarung zu suchen, um andere davon zu überzeugen, dass wir vom Heiligen Geist gesalbt wurden, sollten wir lieber ständig darum beten und uns bemühen, seine Früchte zu zeigen. Wenn wir sehen, wie sich diese Früchte in unserem Leben manifestieren, haben wir den Beweis, dass es Gottes Heiliger Geist ist, der uns in das Bild seines Sohnes verwandelt. Denn wir können das nicht aus eigener Kraft, durch die bloße Kraft unseres unvollkommenen menschlichen Willens erreichen. Sicher, viele versuchen es, aber alles, was sie erreichen, ist eine Fassade der Frömmigkeit zu schaffen, die sich bei der kleinsten Prüfung als nichts weiter als eine Papiermaske entpuppt. Diejenigen, die darauf bestehen, dass die Wiedergeburt oder die Salbung durch Gott, den Empfang einer Offenbarung durch den Heiligen Geist oder ein besonderes Zeichen oder eine besondere Einladung voraussetzt, versuchen, andere zum Neid anzustachen. Paulus sagte den Kolossern: Lasst euch nicht von jemandem verurteilen, der auf frommer Selbstverleugnung oder der Anbetung von Engeln besteht und behauptet, er habe Visionen über diese Dinge gehabt. Ihr sündiger Geist hat sie stolz gemacht. Kolosser 2, 18 NLT. Anbetung von Engeln? Du könntest anwenden, aber niemand versucht uns doch heutzutage dazu zu bringen, Engel anzubeten. Also treffen diese Worte nicht wirklich zu, oder? Ja, nicht so schnell. Erinnere dich daran, dass das Wort, das hier mit Anbetung übersetzt wird im Griechischen, proskuneo heißt, was so viel wie bedeutet, wie sich vor jemandem niederwerfen, sich dem Willen eines anderen völlig unterwerfen. Und das Wort für Engel bedeutet im Griechischen wörtlich Bote, denn die Engel waren Geister, die Botschaften von Gott zu den Menschen brachten. Wenn also jemand behauptet, ein Bote, griechisch Angelos, Gottes zu sein, also jemand, durch den Gott heute mit seinem Volk kommuniziert, wie soll ich sagen, Kommunikationskanal Gottes, dann handelt er in der Rolle von Engeln, Boten Gottes. Und wenn sie von dir erwarten, dass du den Botschaften gehorchst, die sie übermitteln, dann verlangen sie völlige Unterwerfung. Proskuneo. Total submission, proskuneo, worship. Diese Männer werden dich verurteilen, wenn du ihnen als Gottesboten nicht gehorchst. Wir haben also heute die Anbetung von Engeln. Und wie? Aber lass dich nicht von ihnen einwickeln. Wie Paulus sagte, ihr sündiger Geist hat sie stolz gemacht. Ignoriere sie. Wenn jemand behauptet, dass er oder sie eine unaussprechliche Erfahrung gemacht hat, eine Offenbarung, dass er oder sie vom Heiligen Geist berührt wurde und dass du das Gleiche tun musst, dass du den Geist suchen musst, um seine Gegenwart zu spüren, dann schau dir zuerst die Werke der Person an. Hat der Geist, den sie angeblich empfangen hat, sie zur Wahrheit geführt? Wurde sie nach dem Bild Jesu umgestaltet und zeigt sie die Früchte des Geistes? Wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, suchen wir nicht nach einem einmaligen Ereignis, sondern finden eine erneuerte Freude am Leben, eine wachsende Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern und zu unserem Nächsten, eine Geduld mit anderen, einen Glauben, der immer weiter wächst und die Gewissheit, dass uns nichts schaden kann. Das ist die Erfahrung, die wir anstreben sollten. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder und Schwestern lieben. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. 1. Johannes 3, Vers 14, New American Standard Bible. Sicher, Gott könnte jedem von uns eine ganz besondere Offenbarung geben, die jeden Zweifel daran ausräumen würde, dass er uns gutheißt.
aber wo wäre dann der Glaube? Wo bliebe die Hoffnung? Du siehst, wenn wir die Realität haben, brauchen wir weder Glauben noch Hoffnung mehr? Eines Tages werden wir die Realität haben, aber wir werden nur dorthin gelangen, wenn wir unseren Glauben bewahren und uns auf unsere Hoffnung konzentrieren und alle Ablenkungen ignorieren, die uns falsche Brüder und Schwestern, trügerische Geister und anspruchsvolle Engel in den Weg legen. Ich hoffe, diese Überlegungen waren von Nutzen. Danke, dass du zugehört hast, und ich danke dir für deine Unterstützung.